Hallo. Ja, da sind wir wieder. Und ein kleines Wort, weil sich wahrscheinlich einige wundern, warum wir jetzt am Südtor stehen und nicht mehr hinten bei der Mühle. Und zwar bei der letzten Aufnahme am Schluss hat man ja gesehen, wie sich der Müller in seine Mühle verkrübelt hat und wir nicht mehr die Chance hatten, ihm sein Paket zu geben. Ja, ich hab's dann nochmal offscreen ein bisschen rumprobiert, ob er nochmal auftaucht. Tut er leider nicht. Deswegen musste ich vom letzten Quicksave neu laden, das war bei der Trollbrücke, und alles nochmal machen, was wir von da abgemacht haben. Ja, also nochmal die Asseln töten und alles mögliche, aber das haben wir jetzt erledigt. Und so können wir uns jetzt anderen Problemen widmen. Ich habe auch, als ich nochmal die Asseln getötet habe, in einem Fass einen Gegenstand entdeckt, hier eine Flasche mit seltsamer Flüssigkeit oder seltener Flüssigkeit, und die scheint halt dafür verantwortlich zu sein, dass die Asseln eben sich in der Mühle eingenistet haben. Ja, jetzt ist halt das Quest mit dem Ungeziefer nicht mehr abgeschlossen, sondern wir sollen gucken, was das für eine Flüssigkeit ist. Ist doch nett, da haben wir doch was zu tun für diese Aufgabe. Deswegen gucken wir gleich mal auf den Marktplatz, denn da kennen wir ja eine Alchemistin. Genau, Auralia. Was kann Auralia, die Alchemistin, für euch tun? Könntet ihr mir vielleicht sagen, was sich in diesem Fläschchen befindet? Lasst mal sehen. Faszinierend. Okay, sie klingt schon mal interessiert. Könnt ihr es identifizieren? Ich habe da eine ausgesprochen seltene Flüssigkeit aus der Kronwüste entdeckt. Das ist aber eine ganz große Strecke. Wie kommt das Zeug denn hierher? Da sind wir mal neugierig. Wofür wird sie verwendet? Das ist eine gute Frage, denn dieses Sekret hat eine wahrhaft merkwürdige Eigenschaft. Es wirkt überaus anziehend auf Gruftasseln. Fragt sich nur, wer das Bedürfnis haben sollte, diese Tiere anzulocken. Okay, das bestätigt unseren Verdacht. Dass es auf Gruftasseln anziehend wirkt, haben wir ja schon gemerkt, so viele wie wir getötet haben. Ja. In der Tat, verkauft ihr dieses Mittel? Nein. Wer sollte schon Interesse daran haben, Ungeziefer anzulocken? Einer, der die Mühle eins auswischen will. Wenn ihr auf der Suche seid, schaut doch mal beim krummen Otto hinterm Praius-Tempel. Der hat eine Vorliebe für so obskure Dinge. Ja, bei dem wollen wir auch Koschamazungen kaufen. Das war doch eine Selbstverständlichkeit. Wünscht ihr vielleicht sonst noch etwas? Nein, danke, im Augenblick nicht. Gehen wir mal den krummen Otto besuchen. Ach, da ist der Schneider Marcusi. Ich habe ganz neue Ware gerade angetroffen. Oh cool, wir können hier das Gassenwissen von Kuano einsetzen. Ihr seht zwar, das wisst ihr, wo man reiche Beute machen kann. Ihr habt recht, aber eine so wertvolle Information gibt es natürlich nicht umsonst. Für 5 Dukaten werde ich euch etwas sehr Interessantes erzählen. Ihr könnt die Dukaten damit mehr als verdoppeln. Nun gut, geben wir mal die 5 Dukaten. Wunderbar. Vornehmen Dame. Ihr werdet sie bestimmt erkennen. Sie zu bestehlen lohnt sich mit Sicherheit. Das hört sich nach leichter Beute an. Danke für den Tipp. Kann ich anderweitig behilflich sein? Danke, im Augenblick nicht. Eine vornehme Dame. Gucken wir uns erstmal nach dieser vornehmen Dame um. Okay, hier hat der Zeitungsjunge gerade was gesagt. Ein verwirrter Städter. Noch ein Städter. Wer ist der hier eigentlich? Was willst du? Hey, ist das nicht Kuano? Oder? Hab schon viel von dir gehört. Komm doch rein. Okay, das kommt unerwartet. Wie wär's mit einem kleinen Abstecher in die Diebesgilde Nagoretz? Das ist jetzt ein toller Zufall, muss ich ehrlich sagen. Ein Abstecher in die Diebesgilde, und das nur, weil wir Kuano dabei haben. Und das sieht irgendwie ulkig aus, weil Feiris direkt hinter ihm steht, sieht das jetzt so aus, als hätte immer der den Bogen getragen. Klingt spannend, warum nicht? Kann man deiner Begleitung trauen? Ja, ich bin ein vertrauenswürdiger Zwerg. Nur wenn man mich wütend macht, habe ich alles kurz und klein. Hust, hust. Nein, das ist eigentlich vollkommen. In meiner Ehre. An diesen Ort bringe ich nur beste Freunde. Du und Forgrim, beste Freunde. Naja. Dürft ihr eintreten? Lasst euch von den Kerlen oben nicht ablenken. Die Silberfüchsin findet ihr unten.
Okay, danke. Super, jetzt sind wir in der Diebesgilde. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt rein. Mit Zufall über die Diebesgilde gestolpert. Da ist ein Sitzender. Da ist wohl der Ausgang. Ja, was wollt ihr? Kann ich irgendwas für euch tun? Was tut ihr da? Er sitzt wahrscheinlich. Ich sitze. Ah, dachte ich's mir. Wie, ihr sitzt? Ich sitze halt. Er sitzt nur. Ihr könnt doch nicht einfach nur sitzen. Okay, warum er es nicht kann, das frage ich mich jetzt gerade selber. Doch. Ich will einfach nur sitzen. Okay. Irgendwas müsst ihr doch tun. Man kann doch nicht einfach nur sitzen wollen. Und wer sagt das? Ich sage, ich will hier einfach nur sitzen. Geht doch mal vor die Tür, dann kommt ihr auf andere Gedanken. Nein, wir können den hier wirklich voll sehen. Ich will aber nicht vor die Tür gehen. Ich will einfach nur sitzen. Okay. Ihr könnt aber nicht einfach ohne Verkleidung vor die Türe gehen, da ist die Garde nicht fein. Soll ich euch eine Verkleidung aus dem Lager? Nein, ich will keine Verkleidung. Ich will hier sitzen. Ah, gut, aber Verkleidung wird man draußen sicher leicht erkennen. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Okay, wir können dich jetzt total verarschen. Das ist ja genial. Aber ich will doch gar nicht nach draußen. Ich will doch nur sitzen. Ja. Nun gut, dann will ich euch mal nicht weiter stören. Frohes Sitzen noch. Okay, hier sind noch andere Leute. Gucken wir mal. Okay, die Zwerge sprechen Zwergisch. Das würde ich auch gerne können. Reden wir sie mal an. An Grosch, Husch, Reverox, Dra Drax und Krax Knacks Magnus rum. Ja. Naka Baskar Draxa Knacks, Nadraska Naxa Baskar Rax Har. Ich verstehe kein Wort. Vogel, was du eine Idee? Hey, Angrosch, die Kerle reden völlig wild. So ein komischer Dialekt ist mir noch nie untergekommen. Mir auch noch nicht wirklich. Also, ein bisschen an Zwergisch bin ich ja gewöhnt, aber das klang wirklich seltsam. Gut, ich dachte schon, ich hätte was an den Ohren. Naja, nun viel Erfolg noch, die Herren. Sorumbosch, Ramlobosch, Dongrogosch. Ja. Super. Komische Gestalten in der Diebesgilde. Hilfe. Nimm auf keinen Fall wieder eine ganze Becher voll Feuermoospülver. Hey, Daniel Eferdian meinte, es hätte gar nicht so übel geschmeckt. Deshalb hat er ja auch den Fehler gemacht und einen zweiten Happen probiert. Und kommt seitdem nicht mehr vom Donnerbalken runter. Da geht's in den Keller, werden die sich übers Essen streiten. Na, wenn das mal nicht der Diebeskönig von Havela ist. Der meint nicht mich, der meint Quano, oder? Nein. Das ist er leider nicht. Toll. Ah, doch nicht? Liegt das an der Rothaarigen? Jetzt meint er Feiris. Und Vorgrim lacht. Alles hat seinen Preis. Nein, der meint nicht. Der meinte nicht Feiris. Feiris hat zwar auch rote Haare oder orange. Ne, ich glaube, er meinte Moira. Die ist, glaube ich, auch rothaarig. Ja. Weißt du was, Saul? Das erzähle ich dir mal in Ruhe bei einem Gläschen Wein. Ah. Verstehe. Die kennen sich, so wie es aussieht, wenn er ihn Saul nennt. Hier steht nämlich nur Gildenstempel. Und was kann ich für euch tun? Was macht ihr hier eigentlich? Nun, eigentlich ist es ja schwer geheim. Aber da du nun einmal hier bist, schadet's wohl nichts, wenn du was mitbekommst. Ihr kocht. Wir sind Daniel Eferdians elf Spießgesellen und bereiten hier unseren großen Fexensstreich vor. Ja. Und wer sind Eferdians elf Spießgesellen? Nun, da gibt es zum einen Eferdian. Er ist natürlich der Anführer unserer Bande. Dann wären da noch Linus und Räuben hier, die sich auf das Einschleichen vorbereiten. Ah ja. Ganz wichtig für die Sache ist auch Rosenbeck. Er ist vermutlich wieder mit den Zahlen beschäftigt. Schließlich ist er für unsere Planung zuständig. Die beiden Schläfer oben sind die beiden Nachtfüchse, unsere Einbrecher.
Ah ja. Dann wären dann noch die Hügelzwergenzwillinge Ligriwosch und Krutwosch für alle Arten von Ablenkung. Und Hermann, unser Mann zum Entschärfen heimtückischer Fallen, sitzt vorne und will seine Ruhe haben. Ist das irgendwie eine Anspielung auf Ocean's 11? Und schließlich gibt es noch mich, Saul Gildensternbeutel, den Mann mit dem großen Plan. Das muss eine Anspielung auf Ocean's 11 sein. Oh, ich kann Klugheit benutzen. Weißt du, das waren nur 10 Leute, seid ihr nicht der Ferdians 11 Spieß gesehen? Ach wirklich? Nur 10? Ich meine, natürlich. Das ist Teil des Plans. Was wäre ein Fexensstreich ohne Überraschung? Jetzt redet er sich raus. Ganz toll. Nun ja. Willst du noch was wissen? Was ist der große Fixer? Nun, wir wären schön blöd, einem anderen Dieb unseren großen Plan zu verraten. Lass mich dir nur sagen, dass wir hier alles bis ins Detail durchplanen. Ja, super. Was heißt hier anderer Dieb? Ich bin Gehorde. Oder meint er Quano? Nun ja. Willst du noch was wissen? Ja, wann geht's denn los mit dem großen Wechselstreik? Mann, wir können die hier ausquetschen. Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Leider haben wir da ein kleines Problem. 2, um genau zu sein. Zum einen kann Linus, der den Koch spielen muss, immer noch nicht richtig kochen. Und wenn ihr mich ständig kritisiert, werde ich's auch nie lernen. Super. Ach, deswegen ist er der Kochschüler. Das sieht mir für einen Kochschüler etwas komisch. Und dann haben wir noch das Problem, dass er Ferdian von dem Fraß probiert hat. Jetzt fällt er schon seit Tagen aus. Und ohne unseren Anführer können wir nicht losschlagen. Was ich von selbst verstehe. Nun ja, willst du noch was wissen? Ja, wir können wirklich unsere Hilfe anbieten. Also mir scheint, als hättet ihr Probleme mit eurem Fexenstreich. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Nun, wir könnten immer Geld gebrauchen, vor allem, weil wir für diesen einen Helm 999 Dukaten zahlen müssen. Und wir auch noch Dukaten für die Kuschamazungen haben. Was? Nein, nein, es läuft alles nach Plan. Danke für das Angebot, aber wir brauchen keine Hilfe. Schließlich ist alles so perfekt geplant. Und das wird auch so bleiben. Hier gibt es nichts für dich zu tun. Naja. Nun ja. Willst du noch was wissen? Kann ich noch mal fragen? Nun ja. Okay. Macht's gut, mach's gut. Hier kann man es einfach nicht recht machen. Reden wir mal doch bitte jetzt an. Jetzt nicht. Wir müssen uns aufs Kochen konzentrieren, wenn... Okay, der sagt uns so, dass wir uns kochen. Ja, was ist denn? Kann ich was von dem Essen probieren? Ich bin mal so lebensmüde. Hm. Ja, warum halt... Auf keinen Fall. Das Risiko ist einfach zu groß. Der Kerl hier ist schlicht noch nicht so weit. Super. Ja, danke, dass du uns gerettet hast. Naja... Willst du noch etwas anderes? Ja klar, was aber fragen? Natürlich. Aber natürlich nicht. Wir haben hier schließlich noch eine Creme zu flambieren, ein Soufflé zu soufflieren, Eier zu pochieren und eine Braten zu sortieren. Viel zu viel Kochkauderwelsch. Du ich gehe lieber. Mann gehört. Tut mir leid. Vielleicht kann Gildensternbeutel am Tisch ein paar von deinen Fragen beantworten. Er nennt ihn Gildensternbeutel und nicht Saul. Wahrscheinlich, um den Spieler nicht zu verwirren. Hilfe, hey, schnell Daniel raus hier. Meinte, es hätte gar nicht so übel. Obwohl. Deshalb hat er ja auch den Fehler gemacht. Die haben sicher nichts vergessen. Und kommt seitdem nicht mehr vom Donnerbalken runter. Boah, Blattgold. Das nehmen wir doch gerne mit. Die werden sicher nichts dagegen haben. Die sind jedes ja mit dem Kochen Mal beschäftigt. Okay, hier unten gibt es noch eine solide Holztüre. Gehen wir mal in die rein. Hallo. Ziemlich verwinkelt hier und ein Haufen schäbige Kisten. Hallo. 40 Schanklein kosten uns beim alten Olbin 25 Heller. Für einen Ogerfuß müssen wir mindestens 8 Dukaten einplanen und einen Händler finden. Brugbart hat eine Tarnkappe für 2045 Dukaten zugesagt. 1200 Silbertaler für Hühleiler Feuer müssten eigentlich reichen. Bei Fexes Augenbraue, so ein Mist! Hauptmann Nirulf, unbestechlich.